Ja, hallo und herzlich willkommen zu Kingdom Hearts 1.5 Remix auf der PlayStation 5. Ja, wir haben Halloween Town unsicher gemacht, ja, und schmeißen uns jetzt in die nächste Welt, und die ist jetzt eigentlich schon eine von den normalen Welten, sage ich mal, Disney-Welten, die letzte, ja, und zwar Nimmerland, und da reisen wir auch gleich hin. Da gibt's auch wieder, so viel sage ich schon mal, einen geheimen Bossgegner, so wie es auch Kurt Caesar war in der Aladdin-Welt. Und da ist es dann das Phantom. Aber gleich mehr dazu. Okidoki, dann geht's mal ab nach Nimmerland zu Peter Pan. Auch eine sehr coole Welt. Hier übrigens lernen wir dann den Gleiter. Endlich den Gleiter, ja. Also eigentlich echt ziemlich spät, ja, aber das will der Spieler so. Und dann kann man ja, wie gesagt, zurück alle Welten noch einmal erkunden, und dann viele Truhen und Schätze und Kisten erreicht man ja wirklich eben nur mit diesem Gleiterflug. Und da gibt es ja noch mal ordentlich viel zum Absahnen. Gut, beginnen tun wir dort, wo wir auch sonst im Spiel beginnen, in der Story beginnen, nämlich im Lagerraum. Genau, da fängt alles an, ja. Und ja, es ist verwirrend, ist eigentlich auch nicht. Am Anfang kommt man auch gar nicht in alle Bereiche hier rein. Wir gehen da gleich mal raus. Sind natürlich auch gleich wieder überall Gegner, die werden wir auch gleich wieder besiegen. Schauen wir uns gar nicht jetzt zu viel an, denn das machen wir dann eh später in Ruhe dann. So, hier kann man raufklettern, es bringt aber überhaupt nichts. Ja. Schaut nur cool aus, ne? Gut. Und hier den nächsten. Ich warte mal, bis die Gegner alle weg sind, weil, beziehungsweise bis wir alle besiegt haben, denn sonst dreht die Kamera ja immer, und das ist sowas von unangenehm. Da kann man gar nicht wirklich viel sehen dann. Ich will euch das ja auch optisch ein bisschen zeigen. Also schaut schon cool aus hier, dieses Gleiten. Weil das ist jetzt nicht nur ein Gleiten, das ist wirklich ein Fliegen, ja. Ich bleibe in der Luft stehen, also ich gehe mal runter, ja. Aber das, wie gesagt, geht nur hier in dieser Welt, ja. So fliegen kann ich dann der anderen nicht. Ich kann zwar schon im Gleitflug, aber irgendwann geht es auch einmal. Gravität geht halt einfach irgendwann mal Richtung Boden, ja. Okay, hier ist da oben eine Kiste versteckt, die ist sehr geschickt versteckt. Die würde man, wenn man es nicht weiß, nicht finden. Darum sag, habt ihr mich. Und zwar, wir gehen da mal darüber und da oben hin und da oben, ganz hier oben auf diesem, ja, steht die Kiste. Die eine habe, und die habe ich gar noch nicht genommen. Ich habe zwei, das ist ganz lustig jetzt. Schauen wir, was da noch drinnen ist. Papiergummi, ja, okay, das ist was für mich uninteressant. Das ist nämlich für das Fliegen dann, für ein Gummijet. Und habe ich jetzt wirklich übersehen, dass da eine Kiste war, der zweite. Die, was ich gefunden habe, gar nicht, und geglaubt habe, die stand hier. Auf dieser Seite. Da ist eben auf der anderen Seite auch noch eine. Ganz interessant. Okay, gut. Aber ja. Wie gesagt, diese Kisten wird man schnell einmal übersehen. Ja. Gut, am Anfang, wenn man das erste Mal da ist, ist hier ein Triogramm, ein Trio-Deck am Boden. Das kann man dann einrennen, die Tür. Also am Anfang konnte man da nicht rein. Durch diese Tür konnte man nicht rein. Und durch diese, glaube ich. Hallo? Durch diese auch nicht. Oder durch diese schon, nur durch diese nicht. Durch zwei konnte man. Ich glaube, durch diese kommt man auch nicht. Aber durch diese konnte man. Eine. Und diese Leiter ist unnötig. Also das weiß ich bis heute noch nicht, wieso die Leiter da ist. Denn für irgendwas für diese Luke habe ich noch nie gefunden in meinem Leben noch nicht. Aber hier geht's weiter. Und wir kommen in einen nächsten Bereich. In einen gemütlichen, heimeligen Bereich, ja. Wo das Kaminfeuer brennt. Ja, ganz, ganz cool. Da gehen wir gleich runter. Also von da sind wir jetzt gekommen, ja. Ich schau da oben, ja, das ist alles nur. Okay. Da übrigens stehen auch, glaube ich, zwei, drei Kisten am Anfang herum. Ich weiß jetzt gar nicht. Und sonst, da sind wir reingekommen. Und sonst ist da nichts bis auf diese Luke. Der erste Eindruck, ja. Ist ja aber Blödsinn, aber ich zeige es euch trotzdem dann erst. Lassen wir uns da mal fallen. Gehen wir in den Schiffsrumpf mal runter.
da sind wir runtergekommen. Gegenüberliegend ist dann eine zweite Leiter und die ist dann auf der Wand, dass man es leichter auseinanderhalten kann. Die eine hängt so runter und die andere ist dann an der Wand und da klettern wir dann rauf. Machen wir die mal alle kaputt, oder? Sonst ist da eh nichts dann. Im Schiffsinneren, ich weiß jetzt gar nicht, stehen da auch Kisten herum. Ich weiß nicht mehr. Seht's eh. So. Haben wir alle. Noch immer nicht. Gut. Hallo? Eigentlich müsste ich ja gar nicht, da gehen wir gleich drauf. Über die andere Seite wieder nach oben. Und die anderen Gegner alle besiegen. Und jetzt sind wir hier in einem kleinen Raum. Wo, da ist nichts, ja, das schaut nur so aus wie eine Tür, aber ist ja gar nicht nichts. Und nur eine einzige Tür hier, ja, da können wir reingehen, ja. Und das ist jetzt, immer und überall diese Gegner, es ist schlimm, schlimm, ne. Wir haben jetzt eigentlich nicht viel erreicht, ja, denn wir sind jetzt nur eine Runde gegangen, wir sind da reingegangen, ja, vorher, über den Schiffsrumpf durch, nach oben, über den einen Raum und sind jetzt da wieder rausgekommen, wo wir eben waren, ja. Und zu diesem Zeitpunkt ist hier diese Tür noch verschlossen. Also dann denkt man sich, ja, wie soll ich denn dann weiterkommen? Wo geht's denn dann hin? Ne? Habe ich auch das erste Mal lang gebraucht. Es gibt nämlich noch einen Weg, wo man hin kann. Dafür gehen wir nochmal rein. Ich habe es euch bewusst nicht gezeigt am Anfang. Und zwar ist es hier in diesem Bereich des Spiels. In diesem Bäumchen hier, wo das Feuer ist. Da sind wir das letzte Mal ja da unten reingegangen. Und es gibt schon sehr wohl einen Weg. Ich zeige es euch gleich. Seht's da oben? Auf der einen Seite geht's nicht, ja. Aber hier ist ein Loch. Und da können wir jetzt nach oben. Und das machen wir auch gleich. Denn wir können ja fliegen und gleiten. Und ich schau mal, ist das eigentlich egal hier, oder? War das diese Seite? Ah, okay, da kommen wir da raus. Kommen wir da raus. Und sonst kommen wir da raus. Ich schau nur kurz, ob das was ausmacht, wenn man sich da linksseitig runterfallen lässt. Ah, jetzt bin ich auf dieser Seite gegangen, aber ist glaube ich egal, oder? Wenn ich da... Ich schau nur kurz. Würde mich interessieren. Okay, dann komme ich da. Okay, dann komme ich einfach in den einen Raum raus. Ja. Im Endeffekt bleibt's wurscht. Jo, wenn ich da mal... Ich gehe mal da rein zuerst. Okay, dann bin ich schon oben, da will ich noch nicht. Gehen wir wieder zurück. Will ich noch nicht. Das war dann das. Ach, die Gegner. Ich muss unbedingt die Gegner zuerst machen. So. Gut. Auf einer Seite sind zwei Türen und auf einer Seite ist nur eine Tür. Da, wo die eine Tür ist, genau, da sind wir oben. Ich wollte jetzt noch mal schauen, ich war mir sicher. War mir nicht mehr sicher. Also, wo die eine Tür ist, geht's nach draußen. Dann schauen wir mal, wo die zwei Türen sind. Wo wir raufgekommen sind. Gleich mal da rein, in die erste. Genau. Da sind wir jetzt in dem Raum, wenn wir auf der anderen Seite beim Loch raufkommen. Nämlich in dieser... Ja, genau, da ist das Loch im Boden. Ne? Kann man jetzt momentan gerade nichts machen. Ja? Wenn ich jetzt Peter Pan bei mir hätte, ja, dann wäre hier... Moment, jetzt muss ich aber nach... Na, das war gar nicht da, oder? War das dieses? Ich schaue vorher noch kurz woanders hin. Nicht, dass ich jetzt einen Blödsinn sage. Ich schaue noch vorhin die andere. Aber ich glaube, da komme ich dann schon rauf, oder? Gehen wir da mal rein. Na, da war's. Da war's, Blödsinn. Da war's. Aber, ja, sowas. Blödsinn, Entschuldigung. Hier ist nämlich der Speicherpunkt, ja. Und dann ist hier Naseweiß. Die süße, liebe, kleine Fee. Ja? Aber wenn wir mit ihr sprechen wollen, ich verstehe sie nicht. Also wir können mit ihr nicht sprechen. Ja? Ich wette, Peter weiß, was sie meint. Genau, sagt die schon alles. Wir müssten die Gruppe wieder ändern. Das habe ich eigentlich auch noch nie erklärt, wie das geht. Einfach hier auf Gruppe gehen. Das geht aber nur auf einen Speicherpunkt. Und dann könnte ich, je nachdem, wem ich meiner Gruppe haben will. Wenn ich zum Beispiel jetzt sage, Peter Pan, das könnte man aber eigentlich gleich machen. Na, schauen wir uns am Schluss an. Machen wir mal das andere fertig. Machen wir das Schiff mal fertig. Und dann machen wir doch das zum Abschluss. So machen wir das. Okay, dann gehen wir wieder raus.
Jetzt haben wir eigentlich hier alles gesehen. Hier ist der, diese Kabine, diese Kajüte hier. Ah, die Gegner. Ne? Da haben wir dann auch gesehen, da war dieser... dieser eine Raum, wo eigentlich nicht wirklich viel ist. Wo man nach oben kommt. Nur nach oben kommt. Und das machen wir auch gleich. Denn da kommen wir nicht raus dann, wie bei der einen Türe. Das machen wir am Schluss. Jetzt gehen wir mal darauf. Und jetzt kommen wir aufs Deck von genau, Captain Hook. Ja, und hier gibt es drei Kämpfe, glaube ich. Da geht's gegen einen Riku. Schatten-Riku. Ja. In Schattenform. Der ist ziemlich heavy. Der spielt sich hier oben ab. In dieser Kapitänskajüte hier. Dann, ich muss kurz überlegen, dann war der Kampf mit Captain Hook. War da dann noch einer? Da war der Kampf mit Captain Hook und dann der geheime Secret-Kampf, den was wir uns dann am Schluss ansehen, gegen das Phantom. Ja, ich glaube die drei waren. Genau. Da sind wir jetzt, wie gesagt, da sind wir raufgeklettert jetzt, von unten. Dann geht es darauf, wenn wir da rausgehen, ja, würden, kommen wir mal, glaube ich, auch wieder auf das Deck. Nach draußen. Und da gibt es noch so ein Loch, ja. Ist auch leicht zu übersehen, wenn man das untersucht. Fallen wir da wieder runter. Und wir sind wieder in dem einen Räumchen, wo der Speicherpunkt ist, ja. Also, kann man nur eine Runde gehen, ja. Gut, wir sind jetzt wieder draußen. Oh Gott, die Gegner sind natürlich auch wieder da alle, ne? Und gehen da wieder rein, wo die Leiter ist. Und kommen wieder in die Kapitäns. In das Kapitänsräumchen. Genau. Und wie gesagt, wenn wir da jetzt rausgehen, sonst ist da eigentlich eh nicht wirklich was Interessantes gewesen. Kisten, weiß jetzt gar nicht, ist da eine, zwei gestanden. Habe jetzt gar nicht mehr im Kopf. Aber das sieht man sowieso dann gleich. Wir gehen da raus. Und da kommen wir dann genauso wie bei dem anderen Weg hier heroben raus. Und beim anderen würden wir da unten, hallo, da rauskommen. Ja. Also im Endeffekt kann man immer wieder am Schiff raus. Ja. Und was cool ist, man kann hier wirklich fliegen. Und weit, weit, weit wegfliegen und sich das ganze Schiff mal von oben ansehen. Das ist wirklich, schaut wirklich cool aus. Und es ist auch sinnvoll, dass man sich das komplett ansieht, denn hier in einem der Aussichtsplattformen hier, ja, Krähennester sagt man da ja, glaube ich, dazu, befindet sich auch eine Kiste. Ja. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welcher eine drinnen steht. In der obersten, glaube ich, nicht. In einer von den unteren stand auch eine Kiste drinnen. Ja, gegen den Gegner will jetzt nicht alle kämpfen. Lass mich runter. Denn da ist auch wieder ein geheimer Secret-Gegner. Der gehört dann auch zu die 8 dazu. Den schauen wir uns dann auch gesondert dann nochmal an. Gut, dann gehen wir wieder rein. Und wir sind im Inneren wieder des Schiffes. Dann haben wir das auch alles gesehen. Wie gesagt, oben das Schiff kann man sich dann die Decks alle in Ruhe ansehen, da gibt es auch noch ein, zwei Kisten zum Absahnen. Aber ja, soll man dann im Spiel machen. Gut, da haben wir gesagt, aber das und da geht es rauf in die Kapitänskajüte und da war der Speicherpunkt mit Nase weiß. Genau. Und jetzt machen wir noch das, was ich vorher gesagt habe, denn es gibt noch einen geheimen Bereich, ja, zu dem man nur kommt, ja, zu dem man nur kommt, wenn man mit Peter Pan ist. Ja? Das heißt, ich werde die Gruppe ändern, werde kurz, egal, ich gebe Donald mit Peter Pan, tausche Donald mit Peter Pan, bestätige. Und jetzt kommt ein neuer Dialog. Ja? Wenn ich jetzt mit Naseweiß spreche, was ist los, Naseweiß? Willst du zum Glockenturm? Genau. Was meinst du, Sora? Gehen wir oder jetzt noch nicht? Ja, wir gehen. Okay, lass uns zusammen hinfliegen. Und jetzt kommen wir zum Glockenturm. Und wir sind in London, beim Big Ben. Ich fliege noch ein Stückchen weiter weg. Und wir schauen uns das Coole an hier.
Themse. Schon cool, ne? Und hier in diesem Bereich, wo ich jetzt bin, das ist eine, ja, Boss-Arena. Ob ihr es glaubt oder nicht, nämlich die Boss, der Bosskampf mit dem Phantom. Ja. Einer der schwersten Gegner im Spiel. Meiner Meinung nach, ja, mit Sephiroth vielleicht fast gleichzustellen. Es kommt darauf an, ich hab nur mit Level 99 gemacht, auch wie Sephiroth. Da ist wie ein bisschen fast schon traurig, der Kampf, will ich beinahe fast schon sagen. Aber unter Level 60, 70 würde ich ihn auf keinen Fall machen. Wie er funktioniert, ja, er fliegt herum, es ist wie so ein, ja, schaut ein bisschen so aus wie diese, wie heißen die von Harry Potter, diese, jetzt fällt mir der Name nicht ein, wo er mit Zug fährt, was der dritte Teil der Gefangene von Azkaban, diese fliegenden Dinger da, die was dann rund um den Zug geflogen sind, so ungefähr schaut der aus, ne? Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Genau, und da ist übrigens auch der Speicherpunkt und ja, der Boss, der fliegt halt da herum und das Problem ist, der kann einen dann später dann irgendwann mal töten, ja. Das heißt, er kann einen mit einem Fluch versetzen, zuerst einmal meiner Mitspieler, da ist dann eine Zahl auf dem Kopf, ja. Und wenn ich nicht schnell dann bin, zum Ziffernblatt hierher fliege und einen Stop-Zauber mache, ja, dann würde das so schnell gehen und wir wären alle nach der Reihe verflucht und wären tot, eher mal noch was machen. Ja. Aber mit diesem Stoppzauber kann ich das nicht rückgängig machen, aber ich kann es verzögern, ja. Ich kann es rauszögern. Ja. Und erst wenn bei mir dann mehr oder weniger ein Zeichen, ein Symbol über den Kopf ist, dann wird meine Zeit angezählt mehr oder weniger und ich muss schauen, dass ich ihn töte, bevor ja, wir alle sterben. Genau, also immer alle paar Mal, nach alle paar Schläge, sollte man am besten hier einen Stoppzauber machen, wirken, und dann wieder weiterkämpfen. Der Kampf selbst besteht jetzt nicht auf rohe Gewalt, sondern nur über Magie. Ja? Also schon rohe Gewalt auch, aber nicht das, es ist nicht der Hauptfaktor eigentlich. Er fliegt dann, bleibt dann stehen vor einem, beziehungsweise schwebt halt so dahin. Ne? Und wir müssen uns am besten, ist es dann auf die Schnellstartleiste, Blitz, Feuer und Eis legen. Ja? Und dann hält er unter seinen Armen in so eine Art Magiekugel, die dann drei verschiedene Farben trägt. Entweder blau, das bedeutet Blitz, Rot, Feuer und Gelb. Gelb, Feuer, Rot, Blitz, Rot, Feuer. Entschuldigung, noch einmal. Rot, Feuer, Blau ist Eis und genau, und Gelb ist Blitz, ne, dass ich es halt rausbringe. Ne? Und dann hat er noch eine weiße Kugel, ja, und wenn er die macht, dann ist es physischer Angriff. Das heißt, dann kann ich mit meinem Schwert auf ihn eindreschen, ja. Und das kann man ein-, zweimal machen und immer wechseln und schnell wechseln, immer die Farbe, was er hat, dann auch wirken, ja. Und so kann man ihm die Leiste dann langsam runterboxen. Und wie gesagt, dazwischen immer kurz hin wieder Stoppzauber wirken und man sieht es auch auf der Uhr, auf dem Ziffernblatt, wie dann die Zeit im abbaut. Entschuldigung. Genau, und manchmal macht er so eine Aufladung, da ist es besser, man nimmt Reis aus und geht auf eine andere Seite und dann, wenn er seinen Fluch gewirkt hat, dann wieder zu ihm und weiter so machen. Das ist eigentlich der Kampf. Und ja, wir haben ihn. Machen kann man ihn auch, genauso wie Kurt Caesar, nachdem man das erste Mal in Hollow Bastion war und dann wieder zurückgereist ist, dann kann man eben mit Peter Pan über Naseweis hierher gelangen. Das ist das eine, dieses geheime Secret, dieser geheime Endboss. Aber dann gibt es noch ein Secret. Und zwar haben wir hier lauter, ja, lauter so Türchen, ja, wie auf einem Adventkalender. Die bewirken auch was. Seht ihr? Über einem leuchtet ein Symbol, ja, das viel heller leuchtet. Und das werden wir mal untersuchen. Und wir bekommen Tür zu 4 Uhr hat sich geöffnet und wir bekommen einen Kraftbolzen und das ist sehr gut, denn es ist dauerhafte Stärkung unserer, ja, werden wir gleich einmal ausrüsten. Wie das funktioniert, gleich auch noch schnell. Wir werden ihn, den haben wir in der Kiste liegen jetzt, den Kraftbolzen. Angriffsgrad steigt um 1 P, kann nur im Menü benutzt werden. Werden wir gleich ausrüsten für Sora und wir sind schon wieder stärker geworden, wollen wir es nicht einmal mehr brauchen. Also man kann hier auch tolle Sachen finden.
wie haben wir das jetzt bekommen und vor allem, was muss man machen, dass man das kriegt, ja? Es ist so, die Uhr, in dem Fall 12 Stunden Anzeige, ja, hat das zum Tun mit der Uhrzeit, beziehungsweise mit der Zeit, wie lange wir schon spielen. Ja? Also unten seht ihr jetzt, ich spiele 64 Stunden, 19 Minuten. Es geht, die Minuten und die Sekunden sind egal, es geht rein um die Stunden. Die Uhr hat 12 Stunden und da muss man 12 mal rechnen. Also 12, 24, 36, 48, 60. Ja? Plus die Differenz auf die Zeit sind noch 4 Stunden dazu, weil ich spiele 64 Stunden. Ja? Also das 12er, 1x1 mehr oder weniger. Ja? Und dann die verbleibende Zeit auf die Zeit, wie lange man gespielt hat. Also 4 Stunden ist dann die Differenz noch. Das heißt 4 Stunden, da gibt es eine eigene Liste dann im Internet. Ich habe mir es rausgesucht. Muss ich aber noch ganz kurz raufgehen, das sage ich euch noch ganz schnell, wenn ich es finde. Momentchen, Glockenturm-Items, da haben wir es schon. Genau. Und je nachdem, wie die Uhrzeit dann ist, bekommt man gewisse Items. Ja. Ori Halcon bei Uhrzeit 1, den Kraftbolzen bei 2, Mithril Erz bei 3, wieder Kraftbolzen bei 4, wie es eben in meinem Fall jetzt war. Abilitamin bei 5 Uhr, Mithril bei 6, wieder Abilitamin bei 7 Uhr, ein Schutzengel bei 8 Uhr, Ori Halcon bei 9 Uhr, Schutzengel bei 10 Uhr, Mithril Erz bei 11 Uhr und Final-Elixier bei 12 Uhr. Das sind die jeweils die Uhrzeiten. Wäre jetzt zum Beispiel, hätte ich jetzt 68 Stunden gespielt, wäre es auch wieder 12, 24, 36, 48, 60 plus 8 auf die Zeit, wenn ich 68 Stunden hätte, also müsste ich 8 Uhr schauen, bekäme ich einen Schutzengel. Ja? Da gibt es eine eigene Liste, die kann man dann einsehen. Und genau, so ist das. Also das ist auch noch zusätzlich ein kleines Geheimnis, wenn man das nicht weiß. Ja. Aber man muss jetzt eigentlich gar nicht viel rechnen. Man sieht es dann einfach eh, welches Kästchen dann, beziehungsweise welches Türchen dann leuchtet. Da geht man dann immer hin und kann man sich zusätzlich noch dieses tolle Item dann holen. Ja. Also ist nicht viel Arbeit. Ne? Vorher kann man es dann immer machen natürlich, aber wenn einmal das Phantom dann da ist, ja, muss man natürlich das Phantom vorher besiegt haben, erst dann kann man wieder ja, auf diese ganzen Türchen dazugreifen. Ja. Leider Gottes, ja. Also ich habe es besiegt und jetzt kann man wieder drauf zugreifen. Ja. Genau. Okay, ja, das war's dann schon mal. Da herunten stünde dann im Hauptspiel in der Story die Wendy, die wir ja auch kennen aus dem gleichnamigen Film. Jetzt steht sie nicht mehr da, weil die Story schon weiter fortgeschritten ist. Da hat sich einiges getan. Aber da würde sie stehen. Und jo, dann haben wir diesen geheimen Bereich auch erledigt. Gehen wir wieder zum Speicherpunkt, den haben wir da. Und wir haben, jo, wir haben die Nimmerland-Welt auch erledigt. Alles andere, die ganzen Cutscenes dann mit den Bossen, wie die Story, der Storyverlauf, ist ja toll, weil es alles in Deutschland ist. Schauen wir uns dann gleich in Anschluss an. Und dann wird es bald ernst, denn dann geht es das nächste Mal schon nach Holobashen. In die vorletzte Welt schon im Spiel. Aber vorher gibt es noch ja, ein kleines Flashback mit Kairi. Und dann wird noch mal kurz in den Monstro-Wahl ein kleiner Abstecher gemacht. Und ja, nach dem Nimmerland-Boss kann man dort dann hinkommen. Und das ist jetzt in der Story eben so weit, wie ich gerade bin. Und das kommt jetzt als nächstes. Und dann Holobashen und dann das grande Finale. Also macht's gut und schau mal, was passiert, wenn ich mich runterfallen lasse. Gar nichts. Ich gleite einfach weiter, weil ich gut bin. Genau. Mach mal so einen Abschluss, auch nicht schlecht. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Hätte nicht gedacht, dass du kommst, Sora. Schön, dich wiederzusehen. Wo sind Donald und Goofy? Liegt dir an denen so viel? Mehr als an deinen alten Freunden? Um die macht ihr keinen Kopf. Sorg dich lieber um sie. Kairi! Ganz genau. Während du rumgetrödelt hast, habe ich sie gefunden. Nicht so hastig. Auf meinem Schiff gibt's keine faulen Tricks, Kleiner. Riku, warum bist du auf der Seite der Herzlosen? Die Herzlosen gehorchen mir jetzt, Sora. Ich habe nichts mehr zu fürchten. Sei nicht dumm. Früher oder später verschlingt sie dein Herz. Keine Chance. Mein Herz ist viel zu stark. Riku! Meine neuen Kräfte ermöglichen mir vieles. Zum Beispiel das. Jetzt darfst du zu deinen Freunden. Stechen wir in See. Und haltet Sora von Kairi fern, bis wir wieder an Land gehen. Die verlauste Ratte glaubt, sie kann mich rumkommandieren. Und was machen wir jetzt, Captain Hook? Nichts. Im Laderaum wimmelt es von Herzlosen. Sollen die sich um die kleinen Kröten kümmern? Aber, Captain, Sie wissen, wer da unten noch... Hast du das gehört, Smee? Dieses grässliche Geräusch? Nein, Captain. Bist du ganz sicher? Hab ich mir das eingebildet? Oh, meine armen Nerven. Ist nicht wahr? Ja, es war ganz bestimmt Kairi. Ich habe sie endlich gefunden. Na schön. Ja, dann gehen wir mal hoch und reden mit ihr. Ja. Kritzel! Okay, aber zuerst bitte von mir. Oh, Entschuldigung. Na, wie geht's? Ihr wollt hier raus, hä? Huh? Wer bist du? Ich bin die Antwort auf eure Gebete. Also gut, bitte, wie ihr wollt. Du sitzt doch hier auch fest, oder nicht? Ha, nein, ich warte nur auf jemanden. Auf wen? Naseweiß, wo warst du so lange? Gut gemacht. Du hast also Wendy gefunden? Warte, da war noch ein Mädchen, sagst du? Bist du verrückt? Auf gar keinen Fall lasse ich Wendy im Stich. Aha! Sie ist Komm schon, Naseweiß. Mach die Tür auf. Ich bin Peter Pan. Ich bin Sora. Okay, wir sitzen im selben Boot, aber nur bis wir Wendy finden. So, wieso kannst du fliegen? Jeder kann fliegen. Wollt ihr es mal versuchen? Oh, bist du immer noch böse, Naseweiß? Hier, ein bisschen Feenglanz. So, jetzt kannst du fliegen. Was? Wendy gehört nicht zu den Auserwählten? Offenbar gibt es nur 7. Und Malefiz sagt, sie gehört nicht dazu. So schnell wie möglich Anker lichten und alles an Ballast abwerfen, inklusive ihr. Nach dem ganzen Theater, das wir hatten? Und warum diese 7? Was hat Malefiz da überhaupt vor? Wer weiß. Solange ich Kairis Herz zurückgewinnen kann, ist mir alles egal. Du verschwendest nur deine Zeit. Das Herz des Mädchens haben die Herzlosen verschlungen. Es ist für immer verloren, darauf wette ich meine zweite Hand. Ich werde es finden, egal wie. Captain? Was? Die Gefangenen sind entkommen. Aber schlimmer noch, Peter Pan ist bei ihnen. Verdammt sei dieser Peter Pan.
Nun gut, denn bringen Sie mir die Geisel in meine Kabine, Schmie. Aber Dalli. Was ist Naseweiß? Peter? Peter Pan? Wendy! Schnell, beeil dich! Die Piraten kommen! Was? Ich bin gleich bei dir. Sekunde Geduld. Wendy? Ja? Ist bei dir da oben noch ein Mädchen? Ja, wieso? Aber ich glaube, sie schläft. Sie machte bisher keinen Mucks. Kairi? Kairi! Wendy, los, schnell nach oben. Rico, warte! Wendy! Bitte, Naseweiß, nicht jetzt! Also, mehr kann ich leider nicht tun. Ich muss Wendy helfen. Ein Stockfisch, dieser Rico. Haut einfach mit diesem Mädchen ab, ohne sich zu verabschieden. Abgehauen? Sagen Sie es mir. Wo ist er hin? Zu den Ruinen von Hollow Bastion, wo Malefiz residiert. Aber du wirst sie nie zu Gesicht bekommen. Solange du nicht vorhast, deine kleine Feenfreundin im Stich zu lassen. Rück das Schlüsselschwert heraus und ich verschone euch. Seid froh, dass ich gnädig bin, nicht so wie die Herzlosen. Nun, was soll es sein? Das Schlüsselschwert oder die Planke? Die Bestie! Das Krokodil, das meine Hand verspeist hat! Oh, Smee! Jetzt will es meine andere Hand! Ich muss hier weg! Weg, husch, husch! Ich ertrage diesen Anblick nicht! Smee! Kümmer du dich um sie! Flieg, Sora! Du musst nur ganz fest daran glauben. Danke, Peter. Ach, nicht der Rede wert. Du hast Naseweiß geholfen und ich dir. Sind Sie das, Smee? Haben Sie alles erledigt? Ei, ei, Captain. Alle über die Planke getrieben. Jeden Einzelnen. Verdammt! Lust auf eine kleine Abkühlung, Stockfisch? Jetzt lassen wir dich mal über die Planke gehen. Kairi ist nicht wieder aufgewacht. Naja, vielleicht hat sie wirklich ihr Herr... Sora? Ich kann's immer noch nicht fassen. Ich bin wirklich geflogen, wenn ich das Kairi erzähle.
Bin gespannt, ob sie mir glaubt. Wahrscheinlich nicht. Komm doch mit ihr irgendwann ins Nimmerland. Dann kann sie es selber ausprobieren. Wenn man daran glaubt, kann man alles schaffen. Stimmt? Ich werde Kairi finden. Ich weiß es. Ich möchte ihr gern so vieles erzählen. Über das Fliegen, die Piraten und was sonst alles passiert ist. Was ist Naseweiß? Was ist mit dem Glockenturm? Was soll denn da sein? Es war sehr leichtsinnig, sie ohne ein Schiff hierher zu bringen. Vergiss nicht, wer sich zu sehr auf die dunklen Mächte verlässt, den kann es das Herz kosten. Ein Überlebender. Seine Welt ging unter, doch nicht sein Herz. Als wir die Prinzessin aus seiner Welt verschleppten, ist er ihr offenbar durch schiere Willenskraft hierher gefolgt. Aber fürchte dich nicht. Es wird dir nichts geschehen. Er ist deinen Kräften nicht gewachsen. Meinen Kräften? Ja, den ungenutzten Kräften, die in dir stecken. Es ist nun an der Zeit, mein Kind, die Kräfte zu wecken und ihre Macht zu erkennen. Peter, gehst du wirklich ins Nimmerland zurück? Leider. Doch wir können uns jederzeit sehen. Aber nur solange du Nimmerland nicht vergisst. Oh je, sie fängt schon wieder an zu kochen. Tu mir einen Gefallen. Pass gut auf sie auf, ja? Was?